Ja, liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen bei Odorando. Ich bin der Robert und in diesem Video soll es um ein sehr wichtiges Thema gehen, nämlich um die Eisheiligen und die Spätfröste im Frühjahr. Und du weißt, das ist wirklich eine richtig gefährliche Zeit für deine Pflanzen. Und damit du keine Pflanzen im Freiland durch die Spätfröste einbüßt, solltest du dir dieses Video wirklich ganz genau anschauen. Ja, Freunde, und dieses Video ist besonders wichtig, weil es ja in 2 bis 3 Wochen wieder so weit ist, dass die Eisheiligen zu uns kommen, wahrscheinlich. Und dem Knoblauch, den du hier hinter mir siehst, dem werden die Spätfröste nichts ausmachen. Aber solltest du Pflanzen vorgezogen haben, wie Tomatenpflanzen, Zucchini-Pflanzen, Kürbispflanzen, Paprikapflanzen, Chili-Pflanzen, Auberginen-Pflanzen, also alle wärmeliebenden Pflanzen, dann musst du wirklich genau darauf achten, wann du diese in das Freiland auspflanzt. Und bevor wir uns mit der Theorie beschäftigen, möchte ich dir einfach noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Es war ungefähr den 13. Mai des letzten Jahres. Da gab es hier in der Region schon so eine Warnung vom Wetterdienst. Ja, es könnte wirklich kalt werden, so -2 Grad sind möglich. Und Achtung, alle Gärtner, bringt die Pflanzen in die Gewächshäuser und so weiter. Ich hatte zu der Zeit ein Glück schon gelernt, dass man erst die Pflanzen zu einem späteren Zeitpunkt ausbringen sollte ins Freiland. Wann das ist, das erzähle ich euch später nochmal im Video ganz genau. Und habe der ganzen Sache relativ gelassen entgegengeschaut, weil der Spinat, den Radieschen, dem Rhabarber, dem Knoblauch, dem Salat und so weiter, den macht so ein kleiner Nachtfrost nichts aus. Aber es gab schon einige Gärtner, die hatten die schön veredelten Gurkenpflanzen und die schönen Tomatenpflanzen, diese irgendwie für 3, 4, 5 Euro pro Stück in der Gärtnerei gekauft hatten, schon im Gewächshaus ausgebracht und dachten nur, naja, im Gewächshaus, -2 Grad, kein Problem, zünden nur noch ein paar Kerzen an und dann wird das schon werden. Ja, der 13. Mai, ich glaube, es war am Morgen des 14. Mai, es war eine wolkenlose Nacht, ja, sind sie alle in ihre Gewächshäuser gerannt und was haben sie festgestellt? Alle Pflanzen haben die Blätter hängen lassen und einen Tag später waren sie alle blatt gewesen. Und was war passiert? In einigen Gegenden gab es einen richtigen Temperatursturz und statt den -2 Grad gab es plötzlich -6 Grad. Und da hat auch das Gewächshaus nicht gereicht, um die Pflanzen vor dem Frost zu schützen. Ja, und an dieser Geschichte kannst du erkennen, dass es wirklich auch nicht nur ein sehr ärgerliches Ereignis sein kann, wenn du deine Pflanzen, deine Tomatenpflanzen zum Beispiel, zu zeitig ins Freiland bringst, sondern es kann auch eine sehr kostspielige Angelegenheit werden. Und weißt du, was passiert ist? Danach gab es hier in der Gegend in keiner Gärtnerei auch nur irgendeine Tomatenpflanze zu kaufen, auch nur irgendeine Kürbispflanze zu kaufen, auch nur irgendeine Zucchini-Pflanze zu kaufen. Manche gingen total leer aus und für die war die Gartensaison gelaufen. Ja, Freunde, und damit es hier nicht so geht wie den Gärtnern hier in der Region letztes Jahr, möchten wir uns jetzt einfach mal gemeinsam über dieses Ereignis unterhalten. Und da habe ich mal ein paar Informationen für dich zusammengestellt. Also ich glaube, das allerwichtigste Thema, was wirklich jeden interessiert, wann sind denn nun eigentlich die Eisheiligen? Also die Eisheiligen sind jedes Jahr um den 11. bis 15. Mai herum bei uns in Mitteleuropa. Und das nennt man eine sogenannte meteorologische Singularität. Das ist ein meteorologisch jährlich wiederkehrendes Ereignis. Das bedeutet aber nicht, dass es eine Garantie dafür gibt, dass es die Eisheiligen wirklich zu uns kommen. Und was sind die Eisheiligen? Also ihr wisst ja, da kommen ja nicht irgendwelche Heiligen über uns geflogen und lassen da ein bisschen Schnee auf uns rieseln. Das ist wirklich einfach ein polarer Kaltlufteinbruch aus dem Norden, der sich von Norden nach Süden vorarbeitet. Und das bedeutet, der Norden, zum Beispiel wenn du in Hamburg wohnst, hast du eher die Eisheiligen bei dir im Garten, als wenn du zum Beispiel in München wohnst. Dann kommen die ungefähr erst 1,5 Tage später zu dir in den Süden. Ja, und damit das Video wirklich ein vollständiges Video über die Eisheiligen wird, kannst du dir vorstellen, muss ich dir jetzt auch die Namen oder möchte ich dir natürlich auch die Namen dieser Heiligen vorlesen. Das sind nämlich die sogenannten Wetterheiligen, aber ich hatte echt keinen Bock, die zu lernen, sondern ich werde die jetzt einfach mal ablesen. Da hat am 11. Mai der Mamertus seinen Namenstag, am 12. Mai der Pankratius seinen Namenstag, am 13. Mai der Servatius, am 14. Mai der Bonifatius und am 15. Mai die Kalte Sophie. Und die Kalte Sophie bildet im Süden den letzten Tag der Spätfröste. Und es gibt so eine Redensart, erst wenn die kalte Sophie vorüber ist, dann kommt wirklich der Sommer zu uns nach Mitteleuropa. Ja, und wenn du jetzt sagst, Robert, das ist ja schön, dass du uns das jetzt alles erzählt hast, aber was soll ich denn da jetzt rausschließen? Das kann ich dir jetzt auch noch verraten, wenn du magst. Gerade als Gartenanfänger ist man ja dann immer schon so in einer Laune. Ach komm, jetzt die Tomaten, die blühen schon. Wir haben schon im Januar angefangen, die Tomaten vorzuziehen. Und jetzt müssen die raus, egal was es kostet.
belastet. Und dann lässt man sich vielleicht von dem schönen Wetter Ende April täuschen, pflanzt sie ins Freiland. Und dann ist natürlich das Erwachen eines Morgens ist kein gutes, weil die Tomatenpflanzen dahin sind. Also mein Tipp von mir, ich pflanze die Tomatenpflanzen immer erst nach dem 25. Mai ins Freiland. Die Chili, Paprika und Auberginenpflanzen auch immer erst nach dem 1. Juni, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, weil die vertragen wirklich nicht mal die geringsten Fröste. Tomaten, ja, im Notfall vielleicht minus 0,5 Grad sowas, aber wie gesagt, eigentlich schon der geringste Frost kann einfach dir die Pflanzen zerstören. Leute, und da hätte ich doch fast noch die Kürbis- und Zucchini-Pflanzen vergessen. Die setze ich auch erst nach dem 25. Mai ins Freiland. Ja, und da wollen wir einfach nochmal kurz drüber reden. Wenn jetzt der 25. Mai ist, können wir uns dann einfach zurücklehnen und einfach die Natur machen lassen? Nein, auch in dieser Zeit solltest du noch gut den Wetterbericht im Auge haben. Auch zu dieser Zeit kann es einfach nochmal kurze Kälteeinbrüche geben. Und wenn du vielleicht irgendwie siehst in den, im Wetterbericht, dass da irgendwie vielleicht 1 Grad nachts, 0 Grad nachts vorhergesagt sind, solltest du auf jeden Fall Schutzmaßnahmen für deine Pflanzen treffen, für die Pflanzen, die wirklich so kälteempfindlich sind und für die Spätfröste anfällig sind. Die kannst du dann zum Beispiel mit einem Vlies abdecken oder mit einer Stoffbahn, wie auch immer. Aber du musst die irgendwie vor der Kälte schützen. Und du weißt ja, wir als Gartenfreunde, wir haben es wirklich nicht leicht, denn nach den Eisheiligen steht uns das nächste Wetterereignis schon vor der Tür, nämlich die Schafskälte, und die findet meistens so um den 9. bis 12. Juni statt. Das ist auch wieder so ein Kaltdufteinbruch. Während dieser Zeit sinken jetzt die Temperaturen meist nicht mehr so stark ab, meistens nur bis 5 bis 6 Grad nachts. Aber auch in dieser Zeit solltest du das Thermometer nachts oder den Wetterbericht zumindest gut im Auge halten und einfach mal schauen, was da so vorhergesagt wird. Ich hoffe, dieses Video würde dir einfach helfen, deine kälteempfindlichen Pflanzen vor den Spätfrösten zu schützen und diese nicht zu zeitig auszupflanzen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, bis ich das gelernt hatte, es hat echt einige Jahre gedauert. Ich glaube, ungefähr 4 Jahre war es. Ich habe, glaube ich, immer wieder die Pflanzen eingebüßt. Ich hoffe, bei dir dauert dieser Lernprozess nicht so lange. Und ja, bei manchen dauert es halt einfach länger, ne? Ja, ansonsten, wenn du Fragen zu dem Thema hast, lass gerne deine Frage in den Kommentaren da. Du kannst mir gerne ein Like geben, du kannst gerne den Kanal abonnieren, das würde ich richtig klasse finden. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass du eine gut in die Gartensaison startest und wünsche dir alles Gute und bis bald, euer Robert von Outdoorando. Ciao!